Hallihallöchen, liebe Leute, und mal wieder willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich zu Doom, zu ziemlich dem Prachtstück der Firma id, die leider nicht mehr existiert. Bevor ich jetzt anfange, zur Erklärung, ich werde alle drei Doom-Teile spielen, die es hier auf dem PC gibt. Ich habe vorher Doom noch nie so richtig gespielt. Ich habe mich gestern und vorgestern schon mal ein bisschen eingespielt, weil ich wollte an so einen Klassiker echt nicht rangehen, ohne es überhaupt mal gespielt zu haben. Und ich werde alle Kampagnen spielen. Also ich glaube, das sind halt Kampagnen, so wie ich das verstanden habe. Und zwar auf Ultra Violence. Weiß jetzt nicht, ob die... Oh mein Gott. Eargasm. Jetzt schon. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das packe. Aber ich habe es halt schon auf Hurt Me Plenty durchgespielt, die erste Kampagne. Und sie war eigentlich relativ akzeptabel. Deswegen versuche ich das jetzt auf Ultra Violence zu machen. Wird wahrscheinlich halt interessanter sein, deswegen... Na ja, gut, ich habe jetzt schon 10 HP verloren. erstmal, das ist wieder eins dieser nicht so ganz ernsten Let's Plays. Ich gehe hier einfach durch und möchte meinen Spaß dran haben, weil ich habe Doom noch nie so richtig gespielt, aber das Spiel macht unglaublichen Spaß. Also, ich liebe das Spiel jetzt schon und ich hab's bis jetzt nicht mal 3 Tage gehabt. Am Ende von Doom 3 habe ich mir schon vorgenommen, wird es ein kleines Gewinnspiel geben. Aber, ja, das hat noch Zeit, ne? Ich habe noch 2 Spiele vor mir, bevor ich überhaupt mit Doom 3 anfange. Was ich jetzt am Anfang schon mal sagen möchte, hier gibt es unglaublich viele Secrets. Und ich kenne so ziemlich keinen davon. Also so ziemlich keinen davon, die außerhalb vom ersten Doom sind. Ich habe es halt, wie gesagt, schon mal durchgespielt, die erste Kampagne, aber halt nicht so viele Secrets gefunden. Und die Sache ist, die sind auch gar nicht mal so einfach zu finden. Ich meine, ich habe echt lange gebraucht, um überhaupt erstmal darauf zu kommen, wie ich hier so manches finde. Zum Beispiel hier, wo ich gerade bin, hier nach draußen zu kommen, ich habe total lange gebraucht, bis ich überhaupt gerafft habe, wie das geht. Na gut. Also ich werde mich nicht darauf konzentrieren, alle Secrets zu finden. Ich möchte einfach Spaß haben. Und ich glaube, das müsst ihr mir mal gönnen. Was heißt mal? Ich habe eigentlich so ziemlich immer Spaß. Aber Doom ist einfach so ein geiles Spiel. Ich kann euch das nur empfehlen. Und naja, wer beim Gewinnspiel mitmacht, wird's auch spielen können. Sage ich jetzt schon. Ich habe nämlich für alle meine Spiele, die ich so spiele, was vorgenommen. Was ich so mache. Ein bisschen was an Gewinnspielen. Damit die Community halt auch was bekommt. Also was heißt Community? Die Leute, die sich meine Videos antun. Es wäre aber nett, wenn ihr die Videos auch wirklich anguckt und nicht nur so denkt, ey, der macht ein Gewinnspiel, ich zock den jetzt voll ab und ich guck nicht mal seine Videos, weil das wäre echt nicht lieb. Naja, vielleicht kann ich mir ja was einfallen lassen. Aber ich möchte auch nicht so ernst sein. Gab es eigentlich im ersten Level schon die Minigun? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich habe das Gefühl, ich hab irgendwas vergessen. Fühlt sich jedenfalls so an. Habe ich was vergessen? Weil das erste Level, das kenne ich ja eigentlich schon so ein bisschen. Also so ein bisschen fast auswendig. Ein Secret in dem Level habe ich noch nie so richtig gefunden, aber naja. Übrigens, guckt euch das an, wie schnell man hier sprinten kann. Wartet. Und wow. Oh, ich finde das so toll. habe ich erst bei Doom 2 rausbekommen, als ich bei Doom 2 nicht weitergekommen bin. Aber jetzt weiß ich's. Jo, da möchte ich noch hoch, da drüben. Aber vorher muss ich ja erstmal noch ein bisschen aufräumen. Die Sache ist halt, jetzt wo ich auf Ultra Violence spiele, ich nehme sehr viel Schaden. Und es sind sehr, sehr viele mehr Gegner. Auf Hurt Me Plenty habe ich schon gesehen, es waren so wenige Gegner. Echt sehr wenige Gegner. Aber jetzt auf Ultra Violence ist ja eigentlich... Ah, geht doch. Ja, ihr seht ja, hier habe ich schon ein bisschen rumgespielt, das Level kenne ich schon ein bisschen. Jedenfalls hier auf Ultra Violence, das ist richtig anspruchsvoll, muss ich zugeben. Bin froh, dass ich es vorher schon mal angespielt habe. Ich habe auch Nightmare, also den höchsten Schwierigkeitsgrad schon mal ausprobiert. Und wow, der ist krank. Der ist echt einfach nur krank. Den werde ich nicht spielen. Die Gegner sind genauso wie auf Ultra Violence, nur sind sie halt viel stärker und respawnen. Und nein, das möchte ich mir echt nicht antun. Nightmare ist richtig, richtig hart. Aber Ultra Violence ist schön anspruchsvoll. Daran habe ich Spaß. Yeah, ich sollte vielleicht nicht einfach so reinrennen. Ein bisschen vorsichtiger wäre schon okay. Ich habe da hinter mir noch einen Gegner gehört. Ah, da ist er ja. Okay. Ey, stirbst du. Das Level, das kenne ich auch ein bisschen. Ich habe ja aber gemerkt, wenn man die Secrets hier... Da oben ist wer. Ah! Die! Jo.
Ich habe ja gemerkt, wenn man die Secrets hier finden will, muss man ein bisschen aufpassen, wie die Wände aussehen oder ob es irgendwas Auffälliges gibt. Zum Beispiel, wenn ich die beide getötet habe und den getötet habe und habe ich jetzt Ruhe? Gut, jetzt habe ich Ruhe. Zum Beispiel, guckt euch mal die Wand an. Die passt zum Beispiel einfach nicht ins Bild. Habe ich mal dran geklickt und wow, hat geklappt. Hier gibt es übrigens ein Ammo-Bag. So wie ich die Dinge verstanden habe, kann ich jetzt mehr Munition tragen. Vorher kann ich zum Beispiel nur 50 Rotflintenschüsse, ich glaube es waren 50, 50 Rotflintenschüsse tragen und jetzt sind es 100. Ich finde es echt nett. Ich habe irgendwas vergessen, oder? Ich gehe nochmal da rein. Den habe ich schon gedrückt, okay. Was der Knopf aktiviert, das habe ich sogar schon verstanden. Da kann ich jetzt nämlich nach draußen, wenn ich hier erstmal, wenn ich hier erstmal meine Ruhe habe, kann ich dann nach draußen. Bam! Erstmal die Red Keycard holen. Also ich habe bis jetzt leider nur ein Doom gespielt und das war Doom 64 auf der N64. Ist nicht unbedingt so ein Doom, wie man es sich jetzt hier vorstellt. Das war irgendwie ein bisschen langsamer, sag ich mal. Also es war trotzdem verdammt spaßig, aber es lief halt einfach nicht so schnell wie das Doom hier. Das Klassiker Doom. Es hatte aber genau die gleichen Grafiken. Und so ziemlich das gleiche Spielprinzip. Aber war irgendwie halt ein klein bisschen anders. Ich habe die Minigun. Okay, die gab es im zweiten Level. Das blaue Ding, das ich übrigens vor 5 Sekunden oder so aufgenommen habe, das ist ein Lebensorb, so wie ich das verstanden habe. Der gibt einem 100 extra Leben. Die Sache ist ja so, es gibt ganz normale Medipacks und ganz normale Armor, das ist die grüne. Die gibt einem halt bis zu 100%. Gibt ja einem Armor oder 100% Leben. Oh, also die da. Und dann gibt es halt noch die blaue Armor oder den blauen Lebensorb. Die geben einen 100, einfach nur 100 drauf. Wenn man schon mehr als 100 hat, dann bekommt man einfach trotzdem mehr. Bis zum Maximum von 200. Ihr seht zum Beispiel das Medkit hier, das konnte ich gerade nicht mehr aufheben. hier kann ich jetzt durch. Hi. Und hi. Wow. Also seid mal ehrlich, das muss früher so geil gewesen sein, wenn man so diese schon 3D-Grafiken, sage ich mal, sieht. Ich meine, ihr müsst zugeben, für die Zeit war das 3D. Und dann zerfetzen die einfach. Und das war so blutig. Sowas gab's damals noch gar nicht. Ich meine, Doom ist echt ein Klassiker. Ich habe es noch nie so richtig gespielt. Ich bin froh, dass ich jetzt sogar in einem Let's Play machen kann. Und ich quassel mir gerade die Zunge fusselig. aber naja, es macht einfach unglaublich Spaß. So, die Tür öffnet sich doch, oder? Nicht? Okay, dann war es woanders. Ach ja. Ich finde es aber echt schade, dass es Software nicht mehr gibt. Ich meine, so wie ich das verstanden habe, war es bei It Software so ein bisschen problematisch mit dem Team. Ich habe halt nur ein paar Folgen von All Your History Are Belong to Us, falls ihr das kennt. Das ist so eine Machinima-Serie, die lief bis vor ein paar Jahren, glaube ich, noch. Nee, ich glaube, die läuft immer noch ab mit dem neuen Moderator, aber der neue Moderator ist echt nicht, den möchte man echt nicht zuhören. Der alte Moderator war verdammt cool. Hab ich halt ein paar Folgen gesehen und da war halt immer so ein bisschen die Geschichte von, die Spielegeschichte erklärt, wenn man das so nennen kann. Ja, das konnte ich aufschießen, was ich nicht verstanden habe. Kann man mehrere Wände aufschießen? Und, hab ich das jedenfalls geguckt und war halt ein bisschen die Geschichte von id Software erklärt. Und ja, ich wusste halt erst gar nicht, dass das wirklich die Hersteller von Doom waren, bis ich zum Beispiel den Namen John Romero gehört habe. Den kann ich natürlich schon. Es dürfte eigentlich relativ bekannt sein. Ihr müsst einfach mal auf YouTube eingeben, gebt einfach mal John Romero ein. Und dann müsste irgendwo ein Video, Kettensäge, irgendwo ein Video mit Doom 2 kommen. Da seht ihr, was ich meine. Ich sag nur, to win the game, you must kill me, John Romero. Und dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Echt gruselig, verdammt creepy. Aber da kommt man nur mit Cheats hin und ich möchte nicht cheaten, darum zeige ich euch das nicht. Ne, Hallöchen. Jedenfalls, id Software war halt am Anfang nur eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die aber wirklich verdammt geile Spiele gemacht hat. Ich meine, Quake zum Beispiel. Quake war ja so ziemlich der Anfang der Multiplayer, Shooter-Multiplayer-Szene. Basiert auf der gleichen Engine wie Doom. Ich glaube, das ist ja sogar die Quake-Engine. Quake kam, glaube ich, vorher. Und ich sag mal, die Spiele, da merkt man auch so ein bisschen, wie die fast gleich aussehen. Also vom Stil her. Und am Anfang lief es halt verdammt gut mit id Software, aber nach einer Weile lief es bei denen irgendwie nicht mehr so ganz. Und die hatten, glaube ich, zwei Johns oder so in ihrem Entwicklerteam. John Romero und irgend so ein anderer, John Carpick oder so hieß der. Und irgendwie hatten die beiden ein paar Probleme und am Ende war es dann mit der Firma nicht mehr so. Und ich glaube jetzt zur Zeit gehören die Bethesda. Ich glaube, Bethesda hat die aufgekauft.
Weil, also das ist jetzt nur, ne? Ich glaube. Weil ich habe mir, weiß ja, was jetzt bei zurzeit bei Steam so einen kleinen Bethesda-Sale gibt zu allen Spielen von Bethesda. Darunter zählen halt auch Skyrim, Fallout und halt auch Doom. Und ich glaube jedenfalls, dass It jetzt Bethesda gehört. Glaub ich. Bin mir aber halt nicht sicher. Von irgendwem wurden die aufgekauft. Oder vielleicht war es Square, aber nee. Nee, das war was anderes. Die Spiele von Square, die passen überhaupt nicht in das Spektrum. Und ich werde hier gerade voll von Imps niedergeballert. Das sind übrigens Imps, so ziemlich die, sag ich mal, die ikonischsten Gegner. Die Gegner-Ikonen, die Gegner, an die man sich halt erinnert. Bei Doom, die Imps, so ziemlich die klassischen Gegner neben den Zombie-Soldaten. Und nee, eigentlich sind so ziemlich alle Gegner bei Doom Klassiker. Ganz ruhig. Aber naja, Zombie-Soldaten, Imps und ich bin halt der Doom-Guy. Ich glaube, der heißt wirklich so. Doom-Guy. Hallo Imp, ich hab dich doch gehört. Jo, zweites Level gepackt und ich bin noch nicht mal gestorben. Ich bin stolz auf mich. 98%? Das bedeutet, es muss mindestens 50 Gegner im Level gegeben haben. Wow. Items 71 und Secret 66. Okay. 66% der Secrets bin ich vollkommen zufrieden damit. Ich werde niemals das Spiel 100% durchspielen, das wäre krank. Na komm, stirb doch. Ich freue mich ja irgendwie schon auf Doom 3, weil Doom 3 ist halt auch so ein Horrorspiele-Klassiker und ich habe schon lange kein Horrorspiel mehr let's played. Ich meine, Nightmare House ist schon eine Weile her. Und Doom 3 habe ich auch wirklich noch nie gespielt und ich glaube, da kriege ich auch ein bisschen Schiss bei, was ich hoffen möchte. Ich möchte bei dem Spiel weinen. Ja. Also, meine Voraussetzung an Doom 3, wenn ich während des Let's Plays weine, ist es ein echt cooles Horror-Game. Wenn nicht, ist es, werde ich sehen. Oh mein, kommst denn du her? Wo hast du dich versteckt? Wo hast denn du dich versteckt? Ja? Nee, wo hast du dich versteckt? So. Wow. Einfach nur draufhalten. Ich glaube, ich hätte doch lieber die, ich möchte dahin. An das Ding bin ich noch nie rangekommen. Naja. Ich glaube, ich möchte aber doch lieber gerade die Schrotflinte benutzen. Weil die hat ja, so wie ich das mitbekommen habe, die hat die, Penetration. Weiß ich, ich kann durch Gegner durchschießen. Und die haben sich gerade alle gegenseitig getötet. Auch lustig. Bist du tot? Mir sagt, dass du tot bist. Du bist tot, okay. Ah ja, Doom ist ja auch dafür bekannt, dass man wirklich unglaublich schnell sprinten kann. Aber das habe ich ja vor ein paar Minütchen schon gesagt. Guckt euch das an! Der ist viel zu schnell. Jo, press the button. I press the button. So, jetzt ist hier eine Tür offen. Oh Gott, so viele Gegner. So viele Gegner. Alles klar? Ruhe? Ruhe. Okay. Oh Gott. Ich krieg grad schon ein bisschen Schiss hier zu sterben. Nicht unbedingt Schiss vor der Atmosphäre. Ja doch, doch die Atmosphäre so. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oder, ja Gott. Okay, ich konnte noch entkommen. Hallo Imp. Need heal, please. Dich seh ich doch. Jo. Da war ich gerade ein bisschen in den Eng getrieben. Okay. KI, du bist gar nicht mal so schlecht, oder? Das Enemy Placement ist einfach ganz okay. Ich glaube, es ist eher letzteres. Weil KI gab es zu der Zeit noch nicht so wirklich.